say things when I'm hurting. You always pick me up when I am down. It's like you have a spark that leaves me burning. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Ich hoffe, ihr hört die Hintergrundgeräusche nicht zu sehr, aber die Nachbarn neben uns sind noch nicht so lange in der Wohnung und die sind gerade am Hämmern und Bohren und alles Mögliche noch. Genau. Wir haben es heute Montag und heute ist offiziell der Tag, wo ich mein Physikumsergebnis bekomme. Bisher habe ich nichts. Ich weiß nicht, ob ich denke, es kommt per Mail wahrscheinlich. Ja, ich bin ganz schön aufgeregt und hoffe natürlich, dass es gut gelaufen ist. Ich habe jetzt gerade eben eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich so ein bisschen über das Thema Perfektionismus gesprochen habe und auch so ein bisschen darüber, was beim Physikum irgendwie nicht so gut lief, beziehungsweise was mir so ein bisschen im Weg stand. Weil irgendwie, ich weiß nicht, der Podcast ist so der Ort, wo ich einfach, so wenn mir was auf der Seele liegt, dann kann ich es da sagen. Und das ist halt, wie wenn ich mit jemandem persönlich drüber sprechen würde und ist meistens besser als in einem Video, weil in einem Video finde ich es persönlich super langweilig, wenn jemand so richtig monoton und es ist immer nur ein Setup, ein Bild und die Person spricht ewig über ein Thema. Das finde ich ist in einem Podcast besser, weil dann kann man nebenher auch was anderes machen, Wäsche zusammenlegen oder so, während man es hört. Genau. Boah, die sind nebendran am Bohren. Schüsch. Übrigens, habt ihr vielleicht gerade eben in dem Clip gesehen, ich habe hier Nagellack stehen und ich habe tatsächlich Nagellack auf den Fingernägeln. Meine Haare könnte ich auch mal wieder waschen. Ups. Ja, ich habe den im letzten Vlog gezeigt, aber halt eine andere Farbe. Habe ich einer Freundin geschenkt. Habe ich so ein kleines Paket zusammengestellt für ihren Geburtstag. Und mir habe ich jetzt auch den weißen geholt. Und den Topcoat hatte ich schon. Und dachte mir, ja, ich trage jetzt einfach mal eine Woche Nagellack, weil aktuell habe ich keinen praktischen Kurs. Zumindest ist der aktuelle Plan, dass ich keinen Anwesenheitspräsenz praktischen Kurs habe. Und wenn ich daheim arbeite, ist es ja egal, ob ich Nagellack dran habe oder nicht. Ich werde jetzt mich ein bisschen arrangieren. Ich muss neuen Kaffee kaufen, ich muss Pfand wegbringen, so die typical issues. Und ja, mal sehen, was heute noch so Spannendes passiert. You share your love so easily, still I'm insecure. I hear all the things you don't say, so I can be sure. Das hier ist jetzt mein Mittagessen-Frühstück. Endlich hat wieder der Bowl-Laden in den Erlanger Arkaden offen. Ich habe mich so krass gefreut, als ich dran vorbeigelaufen bin, weil ich eben für uns unten im Saturn Espresso-Kapseln geholt habe. Und ich habe die ein bisschen abgewandelt, weil ich mag keine Röstzwiebeln und kein Koriander, aber sonst ist es die normale Tori-Mori-Bowl mit halb Reis, halb Salat. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. So, as you can see, ihr seid ein bisschen weit nah an mir. Weit nah, alles klar. Ja, ich bin hier gerade oben ein bisschen am Aufräumen. Wir haben ja hier oben so ganz, ganz viele Balken. Die müsste ich auch mal wieder abstauben. Aber das ist so eine Arbeit, die macht man einmal, die dauert Ewigkeiten. Und vor allem immer, wenn ich da oben was mache, dann rieselt auch immer ein bisschen Staub runter. Und hier steht ja das Bett. Das ist also alles nicht so optimal. Und vor allem, das machst du einmal und es ist gefühlt sofort wieder neuer Staub da. Einmal hat mein Freund die grandiose Idee gehabt, so ein Drogerie-Anti-Staubspray oder sowas auf die Balken zu sprühen. Dann ist es runtergerieselt. Das war dann arschglatt und dann hat sie ihn hingelegt hier.
Ist eigentlich nicht lustig, aber wie es aussah, war es lustig und er hat sich nicht wehgetan. Ich habe hier hinter mir, habe ich die Kleidung wieder eingeräumt. Das sammelt sich bei mir ja leider immer ein ganz kleines bisschen hier auf dem, auf diesem Vorsprung hier ab. Oh, Akku ist gleich leer. Hier ist übrigens das Loch, was mein Freund mit seiner Schulter gemacht hat. Ich weiß bis heute nicht, wie er das geschafft hat. Ja, und ich warte weiter. Bisher keine Ergebnisse. So, wir haben hier im Hintergrund gerade wieder Tricky Towers gespielt und uns damit ein bisschen die Zeit vertrieben. Ja, und was soll ich sagen? Es ist immer noch keine Mail da und langsam mache ich mir ein bisschen Gedanken. Ach, ich habe gerade gedacht, das wäre jetzt die Mail. Aber ja, ich habe bisher immer noch keine Rückmeldung und vielleicht habe ich mich auch vertan, vielleicht kommt das auch erst morgen, keine Ahnung, aber eigentlich dachte ich heute und es ist jetzt aber schon 7, also die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt noch was kommt, sehe ich recht gering an, weil ja, ich meine, so spät ist doch auch keiner mehr in der Uni am Arbeiten und Bewerten, oder? Keine Ahnung. Ist eine komische Situation. Übrigens ist meine Haut ein bisschen schlechter geworden jetzt. Aber wahrscheinlich wegen der neuen Salben und so und wahrscheinlich auch wegen dem Mundschutz. Weil der Mundschutz ja, so dumm es klingt, auch was ist, was oben auf der Haut drauf liegt und meine Haut ist ja ein bisschen zickig momentan. Ich muss jetzt mal gucken. Ich habe ein Päckchen bestellt bei NKM und werde ein bisschen was an der Pflegeroutine ändern, weil ich da nämlich eine Mail hingeschickt habe mit meinem Hautzustand und gefragt habe, ob sie denken, dass das Trio überhaupt für meine Haut am besten geeignet ist, weil ich habe ja so bis hierhin Akne und dann hier unten die POD. Also ich bin ein Spezialfall. Leute, ich bin aufgeregt. Ich war einkaufen, ich habe neue Batterien gekauft, ich habe Süßigkeiten geholt. Ich möchte jetzt gerne ein Ergebnis. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben es Dienstag. Es tut mir mega leid, aber ich habe das Fenster aufgemacht, weil irgendwie war mir die letzten Tage viel zu warm. Immer wenn ich aufgewacht bin und dann wird mir super schnell schwindelig. Ich stelle euch mal eben hier ab. Ja, was soll ich sagen? Ich habe immer noch kein Ergebnis. Ich trinke jetzt meinen Kaffee und muss gleich zum Aufräumen fahren. Das bedeutet, ich habe noch meinen Koffer, meine Kasachs und alles im Spind. Und da wurden wir in Gruppen eingeteilt, damit die Berührung nicht so groß ist, ne? Also wir sollen halt keinen Kontakt haben, während wir die Sachen ausräumen. Und heute um 14 Uhr ist Einführung in den Phantomkurs 3. Also das ist jetzt ein richtig weirdes Gefühl, kann ich euch sagen, wenn du nicht weißt, ob du teilnehmen kannst und du hast die Einführung für so einen wichtigen Kurs. Wenigstens ist der Kaffee gut. Habe ich gestern neu gekauft. 12 Sekunden später. Ich leide. Jetzt warte mal. Ich habe auch noch nichts. Das ist auch nicht zu fassen. Ich will jetzt nicht losfahren, aber ich muss jetzt losfahren.
dran. Mobilbox. Ich rufe jetzt nochmal Papa an. Wahrscheinlich ist der gerade. Aber der macht doch eigentlich. Ich habe bestanden! Ja, ja, das war auch gut. Das war auch gut vom Gefühl. Ciao. Ciao. Wild. Einfach wild. Es ist vorbei. Und ich habe es jetzt gerade gar nicht realisiert, ehrlich gesagt. Ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen Zeit für. Ich warte jetzt mal ab, ob da noch eine Mail kommt, aber ich hoffe nicht. Und dann war es das mit dem Physikum. So, meine Haare sind frisch gewaschen und ich werde die jetzt dann, glaube ich, gleich ein bisschen locken. Ich hatte jetzt gerade eben Einführung in den Phantomkurs 3 und habe das jetzt alles brav bei Notion notiert. Mir haben übrigens einige Leute in die Kommentare geschrieben, ob ich nicht ein bisschen mehr zu Notion sagen könnte. Ja, ich werde mir noch ein paar Notion-Tutorials angucken, bevor ich da ein Video drüber mache, weil klar, ich habe so ein bisschen was erstellt und ich kenne die App inzwischen ein bisschen besser, aber damit kann man so viel machen. Die meisten Videos sind aber auf Englisch und dann muss ich mich immer erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Aber wenn ihr Bock habt, kann ich dann gerne mal so ein Notion-Setup machen, wo ich euch zeige, was ich in Notion habe, wie ich das organisiert habe, wo ich es runtergeladen habe, die verschiedenen Templates und so. Genau, aber jetzt habe ich erstmal alle Infos zum Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde hier abgespeichert in Notion. Klappt das alles wieder ein und dann ist es wieder ordentlich. Sophie, bist du doof. Das ist ja kacko. Ich muss das jetzt gerade alles versetzen, because ich habe es falsch gemacht. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, aber ich habe noch nicht so richtig realisiert, dass das Physikum jetzt wirklich vorbei ist. Das geht mir voll oft nach Prüfungen so, dass ich so da sitze und mir denke, okay, krass, das war's jetzt. Weil man sich ja auch nicht anders fühlt, wenn man das Ergebnis hat als vorher. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass die Mail so kurz war, die wir bekommen haben, war ich ein bisschen verunsichert und habe mir gedacht, ist das jetzt wirklich so die endgültige, sie haben bestanden Mail oder kommt da noch irgendwas? Weiß auch nicht, was ich dazu jetzt noch sagen soll. Aber ich bin happy. Ich bin schon happy auf jeden Fall. Es ist bloß alles gerade ein bisschen surreal und ich habe mal nachgerechnet. Ich habe jetzt wirklich 6 Monate mit dem Thema Physikum verbracht, weil ich habe ja angefangen zu lernen letztes Jahr, Ende des Jahres, so November, Dezember rum. Und dann habe ich die Prüfungen alle gehabt, dann ist es abgebrochen worden, dann haben wir weitergemacht und dann ist jetzt auch wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen, bis dann alles fertig war. Und das war jetzt echt ohne Witz ein halbes Jahr. Dementsprechend, wenn du dich ein halbes Jahr mit was beschäftigt hast, dann kannst du nicht, also ich kann nicht, dann innerhalb von 5 Minuten hingehen und sagen, okay, cool, weiter geht's. Ich brauche so ein bisschen Zeit, um das sacken zu lassen und das nach und nach zu realisieren, dass ich das jetzt wirklich geschafft habe. Ja, but I'm pretty happy. Ja, wie soll man sagen, traurig, Kyla. Traurig, was aus dir mal wird. Last night, I saw your arms around somebody. I never thought it'd be so hard, yeah. Even though I'm the one that broke us apart, yeah. Now I'm seeing her, watching you, never felt so lonely, babe. I wanna be there next to you. I keep missing us, miss your touch, missing your body, babe. Wir haben es heute Donnerstag und schaut mal, die Locken halten einfach immer noch. Also
Ich finde es schon beeindruckend, weil sonst hält bei mir sowas nie im Leben so lange. Ich hatte die jetzt über Nacht geflochten. Hier haben sie sich ein bisschen rausgehängt. So, und was ich heute vorhabe, ich habe jetzt gleich Phantom 3 Vorlesung. Da bin ich jetzt in den Kurs aufgenommen worden und werde mir jetzt mal die Folien angucken und alles. So, genau. Also ich werde mir die Folien angucken, werde das alles auf mein iPad importieren und mal gucken, so was ich dazu so bearbeiten kann. Genau, dann habe ich hier meinen Kaffee, den ich nebenher trinken werde. Und gestern sind bei mir oder ist bei mir ein Paket angekommen, ein sehr großes von NKM. Ich hatte ja am Anfang vom Vlog gesagt, dass ich gerne meine Hautpflege ein bisschen umstellen möchte, weil ich eben nicht genau wusste, ob das Trio von NKM wirklich die beste Wahl für meine Haut ist, weil ich habe ja dennoch hier die POD und habe jetzt mal nachgefragt per Mail. Das kann man einfach machen. Also ihr könnt da Fotos von eurem Hautzustand hinschicken und dann sagen euch die Mädels, was gut für euch ist. Und in so Spezialfällen ist es auch so, dass Mareike das dann selber macht und sich anguckt. Und ja, ich habe hier jetzt ein neues Schmuckstück und das ist die reparierende Feuchtigkeitscreme. Habe ich gestern hergestellt und Creme herzustellen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist wirklich schwerer als so den Toner herzustellen, den ich bisher gemacht habe. Hat aber super viel Spaß gemacht. Also ich habe jetzt eine riesen Sammlung eigentlich an eigenen kleinen Fläschchen. Ich habe mir auch noch Zutaten gekauft. Hier haben wir sie. Da habe ich mir Zutaten geholt für die punktuelle Pickelpaste. Also ich habe mich total eingedeckt. Das war aber eigentlich auch deshalb nur so teuer und so groß, weil ich für diese Creme hier vom kleinen Basisset aufs große Basisset umsatteln musste. Also ich hatte bisher nur so dieses kleine Set mit dieser Waage und einem Becherglas und Löffel. Ich glaube mehr, doch da ist noch ein bisschen mehr dabei, aber ich erinnere mich jetzt nicht gerade was. Genau, und für diese Creme braucht man eben das große Set mit dem Aufschäumer. Ich kann es euch mal zeigen. Das hier alles habe ich, also diesen Kasten, habe ich bei Sustrene Grene gekauft. Ich finde den super, super süß und sehr praktisch. Und was ich da drin habe, so, also hier habe ich meinen Aufschäumer, der ist in so einem Stammteil drin. Dann habe ich hier etwas zum pH-Wert messen und alle möglichen Zutaten. Rosenhydrolat zum Beispiel ganz viel. Und so viele kleinere Fläschchen, die jetzt gerade umfallen. Zum Beispiel Aloe Vera. Genau. Aber das steht alles in den Rezepten, was ihr braucht. Aber das Schöne ist halt, wenn man es einmal selber gemacht hat, so du hast ja dann das Rezept. Und viele Zutaten halten auch mehrfach. Zum Beispiel die Zutaten für die reparierende Feuchtigkeitscreme, so wie du die dann halt für dich kaufst, halten die eigentlich für dreimal Creme herstellen. Ich habe leider gestern den ersten Versuch verwerfen müssen, denn man muss das nach, also so langsam auf 75 Grad erhitzen. Da habe ich hier auch so ein, ja, ein Thermometer. Und ja, leider beim ersten Mal hat es mir gekocht. Da waren natürlich die Wirkstoffe kaputt, abgesehen davon, als ich es dann ineinander kippen wollte, hat es eine riesen Fontäne gegeben. Also war ein bisschen wie im Biochemie. So, ich bin komplett stylisch angezogen. Mein Rick und Morty T-Shirt, dann habe ich eine Sporthose an. Also ich bin an Style nicht zu überbieten gerade, aber ich habe ein paar Pakete bekommen. Und ich dachte mir, vielleicht interessiert euch das, wenn ich die mit euch auspacke. Ich sehe das bei anderen immer ganz gerne, deshalb dachte ich mir, mache ich das auch mal. Also, das hier ist jetzt meine Chiquelle-Bestellung. Mit denen habe ich schon ein paar Mal kooperiert und jetzt durfte ich mir wieder ein paar Klamotten raussuchen. Ich werde versuchen, euch die unten zu verlinken und hoffe, sie sind noch da, weil bei denen sind die Sachen leider immer recht schnell ausverkauft. Aber ich finde, dass die ziemlich schnell versenden, zumindest an mich jetzt. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich mit denen kooperiere, das kann natürlich sein. Ihr werdet euch jetzt denken, Sophie, was hast du dir dabei gedacht? Das ist so eine ja, hautfarbene Hose, aber ich trage super gerne so kurze, boho-mäßige Kleider und dafür braucht man so eine Hose. Eigentlich ist das eine Sporthose, die haben jetzt so eine Sportlinie und ich muss leider zugeben, ich habe diese Woche gar keinen Sport gemacht, ich habe irgendwie keine Motivation gehabt, das hat mich auch irgendwann ein bisschen so
gestresst und unter Druck gesetzt, ständig diese Workout-Pläne zu verfolgen und ich möchte immer noch Spaß dran haben. Momentan gehe ich deutlich lieber joggen, als dass ich Homeworkouts mache, weil sonst hänge ich die ganze Zeit hier drin bei schönstem Wetter. Aber diese Hose hier werde ich definitiv unter solche Kleider perfekt anziehen können. Ist gut dehnbar, also da passt auch ein normaler Oberschenkel rein, wenn man keine super dünnen Beine hat. Übrigens voll lieb, ich habe letztens einen voll lieben Kommentar bekommen mit einem Kompliment zu meinen Beinen. Ich bekomme extrem selten Komplimente für meine Beine, weil die halt recht muskulös sind durchs Reiten und Veranlagung, denke ich mal. Meine Eltern haben irgendwann mal netterweise zu mir gesagt, ich hätte eine Profi-Tennisspieler-Figur. Dann habe ich mal Profi-Tennisspieler gesehen und dachte mir, naja, ob das jetzt ein Kompliment war, nobody knows. Das ist der Sport-BH dazu, der wirkt recht groß, muss ich sagen. Ich kann euch mal hinschreiben, wenn ich den demnächst anziehe. Ich habe jetzt Größe M, ich habe immer Größe M eigentlich. Manchmal in Hosen habe ich vielleicht auch eine Größe L, wenn die richtig blöd geschnitten sind. Ich kann euch mal hinschreiben, wie der passt, aber der fühlt sich auch super weich an. Also ein richtig schönes Material, weil die H&M-Sportsachen, die ich habe, die fühlen sich leider ein bisschen an wie so Badeanzugmaterial. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist schon dehnbar, aber es ist halt kein gutes dehnbar. Oh mein Gott! Ich liebe ja Cargohosen. Ich glaube, die muss ich auch gleich anprobieren. Es tut mir mega leid, das passt jetzt nicht zum Outfit, aber ich glaube, die muss ich gleich anprobieren. Also generell würde ich schon mal behaupten, sie passt. Sie ist hier ein bisschen auf der lockeren Seite unterwegs, weil ich keine Hüfte besitze. Ich gehöre wirklich zu diesen Mädels. Ich habe aber auch keine Taille. Also es ist fair. Okay, scheiße, sieht das scheiße aus jetzt. Also man muss da jetzt ein bisschen Interpretationsspielraum lassen. Also das ist die Hose. Ja, wenn man einen Gürtel reintut, glaube ich, sitzt die schon. Ich liebe das halt, dass die unten so angerafft ist und ich mag so ein Muster und ich finde es nicht schlimm, wenn es hier locker sitzt. Ich meine, es macht jetzt wahrscheinlich keinen Hammer-Bobbes, wenn es hier alles so ein bisschen Larifari unterwegs ist. Aber ich finde die Hose cool und tausendmal besser, als wenn so eine Hose dann vor allem hier super eng ist, weil hier brauche ich schon die Größe. Das ist immer mein Issue. An den Oberschenkeln brauche ich die Größe und am Bauch ist es dann zu groß. Aber auch kein Problem. Es gibt ja Gürtel. Also Fashion-Blogger werde ich in dem Leben wahrscheinlich nicht mehr bei meinen Outfit-Kombinationen und meinem Rick and Morty T-Shirt. Und dann haben wir noch ein Teil. Ich habe bei so einer Farbe, ich finde die Farbe selber ultra schön bei anderen. Aber das ist bei meinem Hautton manchmal ein bisschen kritisch. Den muss man auch bügeln, bevor man den mal trägt. Aber ich finde, der sieht doch echt ganz cool aus, oder? Und es ist mega das geile Material. Das ist so Leinenmaterial. Da kriege ich schon wieder Ideen. Da könnte man richtig schön Sachen drauf fotografieren, finde ich. Also ich fühle den Vibe von Leinen und diesem aktuellen Trend, dass man so ästhetische Fotos macht, finde ich sehr schön. Ja, nothing too special, aber ich finde es super süß. Sieht aus wie so ein kleiner Safari-Onesie. Und ich mag halt Onesies, weil es halt praktischer ist. Dann kannst du dich auch hinsetzen wie sonst noch was. Und wir kommen to the last package. Übrigens war das alles, was ich innerhalb der Rona-Time bestellt habe. Also es ist nicht so, dass jede Woche bei mir so viele Pakete ankommen. Ich weiß nicht, ob das... Oh mein Gott, Leute. Ich lieb's. Das sehe ich jetzt schon. Weil ich liebe diesen kastigen Ausschnitt, weil das ist halt ganz gut für Mädels wie mich, die jetzt nicht so extrem viel Holz vor der Hütte liegen haben. Ja, ich finde, das ist sehr schön, dieser Kasten hier. Weil das so ein bisschen aufträgt hier in der oberen Area, finde ich. Und ich finde, das sieht dann ganz süß aus. Kann aber sicher auch mit größerer Oberweite süß aussehen. Das Kleid ist nicht so besonders lang. Und dann kann ich hier wunderbar meine Buchse drunter anziehen, meine jungen Freunde. Seht ihr das? It's a match. Das passt ja sogar farblich. Sogar wenn es ein bisschen rausguckt. Ich finde das nicht schlimm, wenn das rausguckt. Weil, meine Güte, es ist ein kurzes Kleid. Es ist, glaube ich, nicht schlimm, wenn man da nichts so nichts drunter anhaben will. Ja, ich bin auf den Zug aufgesprungen, aber auch, weil ich zu den Leuten gehöre, die im Sommer immer krassen Sonnenbrand am Kopf bekommen. Oh, der ist ein bisschen groß. Sehe ich jetzt aus wie ein Hipster?
Der ist echt sehr groß, Leute. I don't know. Der ist wirklich sehr groß. Ich weiß nicht, fühle ich den Vibe? Findet ihr, der Hut steht mir? Oh, Leute. Das ist jetzt so eine Nummer, das kann entweder richtig geil aussehen oder richtig scheiße. Ich habe mir hier so ein Oberteil bestellt. So. Wait. Und dann habe ich hierzu die Hose. Die hat hier auch so ein Emblem und hat hier unten auch so eine Raffung. Das muss ich jetzt kurz anprobieren. Okay, Leute. Also ob mir das steht, weiß ich jetzt gerade nicht so. Oh, but it makes a snatchy waist. Also ich weiß nicht. Es trägt ein bisschen an den Hüften auf. Ich habe auf einmal Kardashian-Hips. Eigentlich habe ich überhaupt keine Hüfte. Ja, gut, man kann sagen, kann man machen, muss man nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Vibe fühle, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich ihn fühle. Was ist denn das hier an der Seite? Da kannst du ja alle möglichen Sachen reinpacken. Oh mein Gott, wir sehen die Unordnung. Wir gehen einen Schritt zurück. Ich glaube, wenn man es einzeln trägt, dann ist es ganz cool. Zusammen ist es ein bisschen too much. Ich glaube, ich behalte es. Leute, auf dieses Teil habe ich mich am meisten gefreut. Ist auch so eine Chiller-Hose. Also, man muss ganz ehrlich sagen, ich sehe jetzt nicht so aus wie die Models auf den Fotos, ne? Die sahen irgendwie so ein bisschen mehr slayen aus, aber hey, ich finde die Hose cool. It makes a cute booty. Wenn jetzt vielleicht die Naht wirklich am Hintern sitzen würde, dann wäre das eine ganz nette Geschichte. Hat an der Seite ein Täschchen. Kann man alles reinpacken. Da kannst du hier Personalausweis, Führerschein, Kreditkarte. Alles hast du dabei. Brauchst du keine Tasche mehr. Nee, finde ich cool. Finde ich cool. Ich meine, das ist jetzt schon extrem Hipster-Vibe, den ich hier gerade fahre. Wartet mal. Hipster kommt gleich. Da, 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 da. Look at me. Also wenn das nicht hip ist, dann heiße ich Hugo. Ja. Ja, behalte ich den Hut? Bin ich so cool drauf, dass ich den Hut behalte? Ich sehe ein bisschen verkleidet aus. Nee, Leute, der Hut ist mir halt sogar zu klein, ehrlich gesagt. Den Hut, den schicke ich zurück. Die Hose ist ultra fluffig. Die hat innen drin so ein richtig geiles, weiches Futter. Ja, yes. Me like. Sie macht ein bisschen unvorteilhaftes hier Issue, aber ist doch egal. Ist doch egal, oder? Ja, also das Hype-Beast meldet sich zurück im nächsten Vlog. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche und ja, ihr könnt mir mal gerne schreiben, was ihr von meiner neuen Styling-Variante haltet.